Hallo und herzlich willkommen zur hinterdritten Folge, also 103. soll das bedeuten, von Bausimulator. Und mit dabei ist natürlich mal wieder unser lieber Baggerfahrer und Bohrerfahrer und sonst was Fahrer, Aerox, und ich natürlich. Hallo. Hallo, der springen kann. So. Dann will ich mal ein bisschen Lieferant spielen. Lieferservice. Okay, wo fange ich an? Ich fahre erstmal wieder zum Baustoffhändler. Hallo, in Ansicht, ja. Oh, bei den Fertigwänden fällt mir ein, dass ich diese großen Dinger, die man nur mit einem Mobilkran befördern kann. Oder verladen kann. Ne, verladen werden die. Aber, ist ja. Jetzt muss er erstmal nachdenken. Ja, aber ich gerade am Baum bin, das ist ja doof. Echo. Du meinst, dass man die mit dem Kran abladen muss? So, und links um. Stück muss ich davon dahin fahren. Ja, wisst ihr, den Scheiß speichern sie, dass das Ding voll ist, der Bohrer. wenn der Bohrer voll ist, kann ich nicht bohren. Achso, was piept denn hier gerade? Irgendwas piept hier. Was ist denn das? Hör auf zu piepen, was du auch immer sein magst. Okay, alle Tasten drücken schon mal keine Lösung. Hat man gehört. Noch keine Lösung. Noch keine Lösung. Ah, jetzt hat er sich gelöst, gut. Einfach auf Tasten umkloppen. So ein Sonntagsbohrer, dann macht das mal Spaß. Das ist ein Sonntagsbohrer. Nicht Sonntagsfahrer, nein, Sonntagsbohrer. Ein Sonntagsfahrer ist es auch. Ach so. Das ist im Steuer. Ach ja, stimmt. Sag mal. Ach hier. Meine Uhr in die Schublade. Ach. Okay. Drauf rumdrücken hat auch gereicht. Wieso? Überall drauf rumdrücken. Was meinst du, geht schneller mit dem Kran oder mit dem Gabelstaplern und herladen? Was und herladen? Ein paar Lecken. Kran. Gabelstapler muss ein bisschen rumfummeln. Ja gut, stimmt. Das ist auch schon mal falsch. Muss hier so ein bisschen freijackeln. Steigst du aus, haust den erstmal in rein, den Bohrer. Pff, aua! Okay, das funktioniert. So, mal gucken, was brauchen wir. Außer Fertigwände. Fertigwand. Gar nichts. Fertigwand. Okay. Ja, du musst ja echt fragen, ja, keine funktioniert. Toll, das auch mal zu wissen. 3x Isoliermaterial und 3x Ziegelsteine, Beton und Wandgrundierung. Kommt der Haken. Okay, 3x Wandgrundierung. 3x Isoliermaterial. Das fertig. Echt? Ja, also ich habe jetzt das eine Loch hier da fertig. Ah ja, cool. 5 war so ein Material, da unten war auch noch was. Ich habe einmal Wandgrundierung zu viel gekauft. Ja. 3x Ziegel, Steine, Beton. Warte, war eine große? Bestimmt. 3x große Ziegel, Steine, Beton.
und noch zweimal Siliermaterial dazu kaufen. Haben wir hier. Und einmal. Wandgrundierung verkaufen. Juhu, Standbild. Jeder Kran hat sich verpackt. Oder zumindest die Ansicht. Voll gemacht. Ja, geil. Ja, also. Die Rundumleuchten stehen still und den Kran kann ich nicht bewegen. Ach, Mann. Auch so ein Pappbox hattest du doch noch, ne? Aufbauten müssen eingefahren sein. Die sind doch eingefahren. Da muss uns Backspace drücken. Mache ich ja schon die ganze Zeit. Ich setze das Ding mal kurz zum Hof zurück. So, Firma. Fuhrpark. Bettwagen mit Kran. Hat nichts gebracht, das Ganze mal zurückzusetzen. Okay. So. Okay, Rinder und los. Okay. Muss ich mal kurz anders hinsetzen. Drück den Arsch. Nee, aber sonst knatscht der Sitz immer hier in der Seite. Der Sitz knatscht. Ja, hier. Toll, jetzt knatscht er nicht. Noch. Naja, der Markierung will ich gar nicht folgen. Ja. Doch, willst du? Nee, den fahr ich zur Baustelle. Welcher? Keine Ahnung, die gerade markiert ist. Und da will ich ja nicht hin. Ja, wer ist es? Weiß ich nicht. Ist ein super Bauherr, weißt du, welche Baustellen du hast? Ja, na klar weiß ich, welche Baustellen ich habe. Weil ich will. Welche denn? Naja, einmal das Hochhaus, wo du gerade bist, dann die Schule und einmal noch so ein anderes Haus. So ein Mehrfamilienhaus. Verdammt, du weißt es. Tja. So. Nochmal ausfahren das Ganze. Du musst das Bohrer noch tiefer in die Erde drehen, Aerox. Gut, dass sie so große Anhänger haben. So. So viel Krempel verladen. Und gleich bin ich beim Erdkern, wie so, warte mal.
Wann ist der Balken? Der Balken nicht schon voll? Naja, aber oben rechts wird er ziemlich grün angezeigt. Na, wobei ganz bisschen noch. Mal sehen. Ah, jetzt. Siehst du? So. Hoppala. Yay. Oh, du sollst noch mal bohren. Das ist das zweite Bohrloch. Ah, okay. Funktioniert denn ja auch richtig. Boah, und dann kriegen wir allein schon fürs Bohren 200.000. Ich weiß gar nicht, wie viel hat denn das Gerät gekostet. Ich glaube eigentlich nicht so viel. Nee, ich glaube auch so um die 200.000 sogar, ne? Alter, geht das schnell. So. Noch ein Loch. Noch eins. Ja. Wow. Das meiste habe ich gleich, glaube ich, schon verladen. Ich muss noch ein bisschen was dazu kaufen. Mal ganz kurz, was ich dazu kaufen muss. So. Aufträge. Ne, Schule nicht, aber na. Hier. Nein, das ist auch falsch. Mensch. So, großes Hochhaus. Mensch, Mensch, Mensch. Isoliermaterial habe ich. Noch kleine Ziegelsteinbeton, ja super. Zweimal Wandgrundierung. Habe ich denn wenigstens Wandgrundierung geholt? Ja. Dreimal kleine Ziegelsteine Beton. Einkaufen. Nur Material kosten 5.100. Okay. Viermal Bitumen. Eins, zwei, drei, vier. So. 10 Paletten darf ich noch verladen. Ach, super. Yep. Du kannst ja schon mal bei der Schule dein Linksrums einsetzen, die Walze. Ich bin ja gerade schon noch am Bohren. Achso. Din, 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 din.
Boah, Aufgabe 14 von 47 erst. Was? Naja, war dein Auftrag. So. Haben wir nicht sogar noch einen Auftrag, wo du baggern musst? Ja, da muss ich sehr viel baggern. Okay. Leider kann man keinen Helfer einstellen. Warum eigentlich nicht? Ja? Warum eigentlich nicht? Das ist doch voll komisch. Ist schwierig. Juhu, mach den Baustellenbereich frei. Ja, schau mal. Noch mehr Löcher bohren? Alter Falter. Wie viele Löcher musst du da bohren? Keine Ahnung. Und irgendwie macht die Musik schon wieder nicht mit, fällt mir gerade auf. Die Musik mag die ja, finde ich das auch. Ja, die geht irgendwie nur jede zweite Folge. Ja, vor allem immer am Folgenbeginn geht sie nicht. Naja, dann gibt's nächste Folge wieder mit Musik. Jetzt neu, mit Musik, nächste Folge. Joa. Joa, 6 Paletten noch. Und dann den Scheiß dahin fahren und dann nur noch die Fertigwände und dann hab ich's. Hey. Für die Baustelle da, wo du gerade bist. Scheiße. Wieso scheiße? Was ist schon alles fertig hast. Ach ja, aber das ist doch nicht scheiße. Ist doch gut. Ja, noch schneller, aber. Ja, aber bis ich die 16 Fertigwände da habe, ist auch wieder ein bisschen was rum. Das war's. Boah. Also, ich bin mal gespannt, wann ich auf 5 Millionen komme. Also das Doppelte von meinem jetzigen Geld. Ich bin mal gespannt, wie viele Löcher ich noch bauen muss. Sind ja gar kein Ende mehr. So, den Herrn koppeln. Und der große Anhänger ist gleich auch schon voll. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den so schnell doch voll bekomme. Auch nicht. So, 2 Paletten noch. Pass auf, am Ende ist es ein Bug und du musst dann endlich viele Löcher bohren. Warum ist die Baufläche zu Ende? Naja, die resetten sich ja.
Der will tatsächlich aufhören. Ist das noch geil, wäre? Nee. Rohrleitungsbau oder Straßenbau? Oh ja, Straßenbau wäre cool. Das ist richtig geil. Ja. Dann hätten wir noch mehr zu tun, Alter. Dann bräuchten wir echt eine dritte Person. Mhm. Vielleicht kommt da demnächst noch eine dazu. Ja. Entweder wieder der Praktikant, was ich nicht glaube, aber wahrscheinlich ein Auszubildender. Und ich glaube, er wird noch schlimmer fahren als na, weiß man nicht. Doch gar nicht. Naja. Ja, ich habe da auf Ladung gesichert gedrückt. Hä? Hey? Isoliermaterial ist nicht korrekt verladen, wieso nicht? Da stehst du mir schon zu der Wand, da musst du mich noch umjuckeln. Ja, auch nicht. Naja, ich weiß nicht, wie der TÜV den jetzt auf. Wahrscheinlich wieder ganz hinten an der hinteren Klappe. So, dann schiebe ich das alles ein bisschen mehr zusammen. Moment, jetzt habe ich es glaube ich im Boden reingedrückt. Ich sehe den Hund gar nicht. Ach, ein bisschen weiter noch. Ne, doch nicht, hä? Vielleicht klappt das ja jetzt. Isoliermaterial, hä? Wenn das wenigstens irgendwie mal rot blinken würde oder irgendwas. Nein, das ist doch nur was Falsches. Ja. Genauso wie wenn ihr am Auto ist was kaputt. Was denn? Ja. Was denn, keine Ahnung. In ihren Autos irgendwas kaputt, ja. Ach nee, was denn? Keine Ahnung. Die heutigen Kfz-Idioten, die decken ja nur ein Stöpsel ins Gerät, in das Auto rein und dann steht da, ist was kaputt, piept, ist nichts kaputt, piept und trotzdem. Das ist so ein Pieper, der sich nicht entscheiden kann. Piep, 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 das ist so ein hoher Druck. Piep, 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 piep. Ein Rauchmelder, weil die Typen dann nachdenken. Und dann piept es. Denken ja meistens nicht mehr nach, die Kfzler. Aber wenn sie es versuchen, piept das Ding. Ah, ich hab's befestigt. Wow. Der explodiert ist. Der explodiert. Merken der Bediener-Ding nach. Denken sie auch so, scheiße. Was mach ich nur? Ich hab keine Ahnung. Puff. Toll gemacht. Das wäre doch mal geil. Oh. Da war Bummel der Werkstatt. Okay, die Folge ist auch schon wieder vorbei und ich höre gerade, die Musik geht wieder. So eine Fahrstuhlmusik gerade. Naja. Okay, dann würde ich sagen, sehen uns nächste Folge wieder und da werde ich hier mal die Ladung zu der Baustelle, wo Ajax gerade ist, hinbringen. Und ja, 16 Trockenbauwände. Oder Fertigwände. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Und naja, dann bis dann. Tschüss. Ciao.